Moin, moin, ihr Landratten, und willkommen zurück hier mal wieder im Piratenlager vor Gregs Hütte bei Francis, den ich jetzt erpressen werde. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Nein, ich gebe dir kein Gold. Wie viel habe ich denn? 922. Könnte ich sogar fast tun, aber nö. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst wenn mir das Buch gehören würde. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Du wolltest doch den Schlüssel zu Gregs Hütte. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Aber du gibst mir das Buch und hältst die Schnauze, klar? Du bist so ein Arsch, Francis. Nun gut, dann komme ich halt da mal rein. So, was haben wir hier? Einen Ring, eine Truhe. Ich nehme nichts außer der Banditenrüstung, ne? Nur, damit das klar ist. Logbuch von Greg, okay. Gold, weißer Rum. Nee, lass mal. Ich vergreife mich hier nicht an Gregs Sachen. Ich habe keine Lust, dass der mich da nachher verprügelt. Lederbeutel, silberne Schale, Lederbeutel, Kelch, silberne Schale, Lederbeutel, Lederbeutel, Flaschenpost, Apfeltabak. Nee, Sextant, Kerzenständer. Sag mal, hier ist keine Piraten-Banditenrüstung. Okay, dann ist die wohl in der Truhe drin, ne? Links, zweimal rechts, dreimal links. Okay, Münze, Sumpfkraut, Gold, Gletscherquarz, Gold, Fische. Auch hier ist keine Banditenrüstung. Sag mal, Greg, was zum Henker? Ich dachte, die ist hier. Sag mal, ups. Was machst du in meiner Hütte? Ich... Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Der Strand im Norden ist von Viechern gesäubert. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ab jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen die faule Sau schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Okay, ja klar. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Soll ich das etwa ganz alleine machen? Am besten schnappst du dir jemanden von den Jungs. Die sollen ihre Heuer verdienen, anstatt den ganzen Tag nur zu trautschen. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Jupp, hier. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Töte erstmal alle Razor im Canyon. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Nee, eigentlich nicht. Würde mich ja schon mal interessieren, wie du hierher gekommen bist. So, ich bin jetzt ein Pirat mit einer Magierwaffe. Allerdings, 50-50, 40-40, 55-55. Okay, gar nicht mal so übel. 71 Schutz physisch. Während ich damit nur 61 habe, das heißt, für die Jagd ist die Piratenrüstung wohl tatsächlich besser geeignet, weil ich da einfach physisch besser geschützt bin. So, dann werde ich doch mal, morgen muss sägen. Ich suche mir jetzt einfach mal möglichst viele Leute zusammen, die mir helfen bei der Jagd. Lass mich bloß in Ruhe. Okay, Francis hilft mir nicht. Morgen hilft mir auch nicht. Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Ja, dafür kann ich doch nichts. Viel Spaß beim Monsterschlachten. Angus und Hank? Nee, passt. Er hat gerade auch nichts zu tun für mich, nehme ich mal an. Und selbst wenn... Hey. Ich habe schon eine Aufgabe. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis hat meinen alten Job gekriegt.
Von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz wird. Hm. Ich dachte, also dafür, dass er nichts tut, könnte er eigentlich ja mitkommen, ne? So, du kommst mit. Alles klar? Nein. Ich stehe nicht auf Hämmern. Hämmern? Hä? Kommst du mit? Wie sieht's aus? Quatsch mich nicht voll. Hä? Ich dachte, ich soll ein paar von den Jungs mitnehmen zum Kämpfen. Oder habe ich das falsch verstanden? Kommst du mit? Du. Ja. Der Canyon wartet. Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss trainieren. Ach komm. Wie läuft's? Naja, ich komm klar. Ist ein bisschen langweilig, aber wenigstens muss ich nicht arbeiten. Ich bereite mich gerade auf meinen nächsten Auftrag vor, den Greg mir gegeben hat. Welchen Auftrag? Das darf ich nicht sagen. Nichts für ungut, Kleiner. Aber ich habe mir das Privileg hart erarbeitet und habe keine Lust, es wieder zu verlieren. Hm. Gut, also hier draußen am Strand finde ich dann wohl keinen, der mit mir mitkommt. Andererseits ist es auch schon 20 Uhr. Und bevor ich hier dann weitermache und die Leute frage, ob sie mit mir in den Canyon gehen, will ich vielleicht erstmal eine Runde mich in eine Koja hauen. Damit wir bei Tageslicht durch den Canyon ziehen können und nicht hier mitten in der Nacht. Nun denn, wer kann mir denn helfen? Garrett, kommst du mit? Komm bloß nicht auf die Idee, mich zu fragen, ob ich beim Entertrupp mitmache. Doch? Was meinst du, was die anderen Jungs machen, wenn ich weg bin, hm? Wenn ich wiederkomme, habe ich nicht eine volle Kiste mehr in meiner Hütte. Ich bleibe hier und passe auf unsere Vorräte auf. Man weiß gar nicht mehr, ist ein gutes Argument. Hey, du kommst mit. Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Diese Flaschen sind so riesig. Was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald mal einer ab. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg. Gut. Das ging ja einfach. Komm mit. Komm mit. Gut. Hm, okay. Aber danke für den Tipp mit dem Handelsschiff und den Sachen am Strand. Dann werde ich den Strand mal absuchen, ne? Bald. Aber jetzt erstmal hier. Du sollst mir helfen. Warum geht's? Der Canyon wartet. Nimm bloß noch ein paar Jungs mit. Der Canyon ist mordsgefährlich. Ja, das hat er wirklich behauptet. Komm mit. Auf geht's. Ja, da habe ich schon mal zwei. So, wie schaut's mit euch aus? Matt, du kommst doch bestimmt auch mit, oder? Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig. Seit die Band. Das hatten wir schon. Komm mit. Ich kann nicht weg, ja. Ich versuche gerade, mich entspannen. Befehl von Greg. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich meine, natürlich komme ich mit. Ja, wo soll's denn hingehen? Wir sollen den Canyon säubern. Du bist verrückt. Da gibt's einen Haufen Viecher. Und Razor, die sind nicht ohne. Ich weiß. Kommst du jetzt? Pack bloß ein paar Heiltränke ein. Wir werden sie brauchen. Ja, ich habe genug Heiltränke dabei. So. Und du? Kommst du auch mit? Ja klar, oder? Du sollst mir helfen. Das ist ja was ganz Neues. Wer sagt das? Greg, wir sollen im Canyon Razor jagen. Endlich passiert hier mal was. Von mir aus können wir sofort los. Je eher wir die Biester erledigt haben, desto eher können wir wieder hier sein. Komm mit. Bin schon da. So, und wie sieht's mit dir aus? Ah. Du sollst mir helfen. Befehl von Greg? Du hast es erfasst. Der Canyon wartet. Aye, aye, Captain. Cool, ich habe meinen ersten eigenen Entertrupp. 1, 2, 3, 4, 5 Leute plus mich. 6 Mann. Na, damit werden wir doch den Canyon wohl säubern können und vielleicht sogar auch die Orks besiegen können. Oder? Zu 6 gegen die Orks? Na, ich denke schon. Was? Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Klar. Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen.
Kommst du mit? Lass mich in Ruhe. Ja. Dann halt nicht. Ihr kommt auch nicht mit, wie es aussieht, hä? Hey, du. Nee, nee, die sind mit dem Bau der Palisade beschäftigt. Ist ja klar, dass die dann keine Zeit haben für Canyonjagd. Ich könnte den hier noch fragen, den Alligator Jack, ob der Lust hat. Befehl von Greg immerhin, ne? Hey. Hey. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Was? Folgt er mir jetzt? Haha, Tatsache. Oder? Ja, wie gut. Sieben Mann in meinem Trupp. Also sechs und ich. Hehe, voll gut. Und ich hoffe mal, dass ich wie üblich auch die Erfahrung kriege, wenn die irgendwas töten. So war das nämlich bisher immer. Wobei ich bisher noch nie einen ganzen Trupp hatte, ne? Realistisch betrachtet. Schauen wir doch mal. Ich lasse ihn mal ein bisschen machen. Oh mein Gott, ist das gut. Gibt es jetzt hier neue Gegner, frage ich mich. Vielleicht hier drüben. Also die Wüstenratten waren ja gerade neu. Gibt es hier drüben neue Gegner? Sieht nicht so aus. Da unten ist ein Razor. Sieht es da drüben aus? Da scheint nichts zu sein. Okay, da sind Razor. Na dann, Jungs. Eine Runde speichern, bitte. Sicher ist sicher. Und dann... Schon wieder eins von diesen Biestern. Hau zu. Ich hab's immer noch nicht, drauf. Da ist nichts zu holen. Ah, schön. Da war gerade eine Anzeige. 4 Razor übrig. Schauen wir mal, wo die sind. Da oben ist einer. Da unten ist einer. Schon wieder ein von diesen Biestern. Ein Mist, ich hab's immer noch drauf. Ich hab's immer noch drauf. Ja, ja. Ist okay. Ich habe ihn ja auch geschwächt. Da ist wieder ein von diesen Drecksviechern. Ja, gib mal vor. Ich fülle mal Mana auf. Ein Mist, viel weniger. Cool. Noch 2 Razor. Das ist ja viel einfacher als gedacht. Großartig. Wie viele sind es noch? 2, ne? 2 Razor. Sind die hier drüben? Oder sind die weiter hinten? Da hinten könnte es weitergehen, aber dass eh nur noch 2 sind, würde ich mal sagen, kümmern wir uns zuerst mal um die Orks. So. Und zwar habe ich keine Lust, dass wir komplett da reinlaufen. Ich werde erstmal ein paar Orks hierher locken. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Schon wieder eins von diesen Biestern. So, ich muss nur gucken, dass meine Jungs kein Feuer abkriegen. Was jetzt natürlich glatt passiert ist. Was mit dir, du Mistvieh? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Weil das Feuer... Naja, okay. Ich sollte also maximal einmal auf so einen Ork draufzaubern. Oder ich muss schnell sein. Ich glaube, gerade hat einer von denen gebrannt. Nun, jetzt brauche ich erstmal Heilung. Und zwar brauche ich 200 Lebenspunkte. Also 4 davon. Genau. So, das hat ja gut funktioniert, die ersten beiden Orks. Das ist doch mal ein Grund, nochmal zu speichern. Was? Orks, ich hasse die Biester. Ja, und? Kommst du jetzt nicht mehr mit, oder was? Doch, du bist noch da. Beißer, hey, guck mal, Jungs, habt ihr was? Da habt ihr was zu tun. Da sind noch mehr von den Viechern. Ja, doch, das gefällt mir. So eine schlagkräftige Truppe. Finde ich gut. So, wo sind die Biester hin? Wo sind die Beißer hin? Wo habt ihr die umgelegt? Ich will die gerne ausnehmen. Hier liegt keiner. Echt? Habt ihr so lange gebraucht, um hinzukommen? Dass die alle zu mir sind? Nichts zu plündern. Warum habt ihr dann so lange gebraucht, wenn die alle bei mir waren? Mann. Ich meine, da hinten habe ich einen Razor gesehen, oder? Oder war das ein Beißer? Vielleicht war es ein Beißer. Beißer. Ja, Moment. Aber stopp, bevor ich da jetzt reinlaufe. Da sind bestimmt noch mehr Orks.
will ich erstmal hier mich wieder hochheilen und nochmal den Speicherstand überschreiben. Na, siehst du, da sind nämlich noch mehr Orks und hier, ach, da sind noch mehr Orks. Schon wieder eins von diesen. Ein Mist viel weniger. Schon wieder ein von diesen. Oh verdammt, oh verdammt. Ich muss mich ja eben heilen. Ich nehme mal hier das reine. Dann gibt es Mana. So, Jungs, bin wieder da. Alles gut. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Oh mein Gott, wir gehen hier gut ab. Hallo, Captain. Ich könnte einen Heiltrank gebrauchen. Na klar. Hier, wie viel brauchst du denn? Ja, einen kleinen. Ansonsten, wie geht's euch? Brandon könnte einen gebrauchen, Skip könnte einen gebrauchen. Komm hier, einen großen Hunderter. Hier, nimm den Heiltrank. Das dauert mir sonst zu lang. Boah, haben die viele Lebenspunkte, ey. Einmal noch einen. Hier, nimm den Heiltrank. Jeder 200er, ne? Komm. Hier, nimm den Heiltrank. Geht das nicht schneller? Hier, nimm den Heiltrank. Gut, und jetzt noch Matt. Warum liegt da ein Piratensäbel? Was? Alligator Jack? Nein! Nein, warum ist Alligator Jack tot? Das geht ja mal gar nicht. Moment, das kann ich nicht zulassen. Nein, 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 das kann so nicht sein. Alligator Jack kann nicht tot sein. Warte mal, ist er hier schon angeschlagen? Das schaue ich mir doch glatt mal an. Nee, überhaupt nicht. Der ist doch überhaupt nicht angeschlagen. Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Das ist doch mal interessant. Das heißt, da unten werde ich die vielleicht suchen können oder finden können sogar. Gut. Hätten wir das erledigt? Jetzt kannst du sterben. Nee, natürlich nicht. Machen wir das mal so. Ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh nein, let's... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, klar, jetzt habe ich alles abgekriegt. Vorhin hat wahrscheinlich Alligator Jack alles abgekriegt. Gut. Mein Kampfschutz, mein physischer Schutz ist nicht so viel schlechter mit der Magierrüstung. Ne? 71 auf 61. Aber dafür habe ich halt vor Feuer 35 statt 10. Deswegen versuche ich es hier mal mit der Magierrobe. Und ich werde vielleicht erstmal den Beißer hierher locken. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist viel weniger. So. Das war vielleicht nicht so klug. Ne, das war nicht klug. Da ist direkt der erste Ork, direkt der erste Pirat an meinem Feuer erkrankt. Oh mein Gott. Ein letzter Versuch, komm. Ich lock den Beißer hierher. Einen kleinen Zauber, dann habe ich danach noch Mana. Schon wieder eins von diesen Biestern. Sehr gut. Ein Mist viel weniger. Ja, das war großartig. Das hat super funktioniert. Und vielleicht sollten wir die Orks mal hintenrum versuchen, ne? Weil ja da rechts oben auch noch welche sind. Vielleicht geht das ja besser, wenn wir von hinten kommen. Und zwar, wie gesagt, in der Magierrüstung. So viel Zeit muss sein. So, ein letzter Versuch. Ihr greift die Krieger an, ich zaubere auf die Schamanen. So viel dazu. Nein, das hat nicht funktioniert. Großartig, da bin ich einfach mal hängen geblieben. Oh mein Gott. Das war nicht so klug. Nun denn, ich glaube, das mit den Orks muss ich dann mal anders erledigen. Mir scheint, das schaffen wir nicht ganz hier mit den Piraten, so unter uns.
Oder soll ich noch einen Versuch starten und echt mal darauf achten, dass ich wirklich nur die... Hallo Greg! So sieht man sich wieder. Darauf achten, dass ich wirklich nur die Schamanen treffe. Na komm, ein Versuch noch. Ein allerletzter Versuch in dieser Folge. Ein allerletzter Versuch. So, Jungs, kommt mal her. Das war Verschwendung. Gut, die Ork-Krieger kommen her. Ist gut. Das nehmen sich die Jungs. Und ich schnapp mir wieder hin. Naja, okay. Ich lenk sie ab. Sagen wir es mal so. Immerhin zaubern sie jetzt nicht mehr. Das ist schon mal viel wert. Ja. Nein! Nicht! Nicht! Ich bin fast tot! Nicht auf mich! Skip Nahkampf! Hier, komm! Ist der Pirat tot? Da ist Pirat tot. Aber welcher ist das? Da ist noch einer tot. Das war's mit dir, du Mist. Wer ist das denn? Ich kann ihn gar nicht. Ich kann ihn gar nicht anvisieren. Wer ist denn das? Hallo? Warum kann ich den nicht anvisieren? Und da ist, glaube ich, noch mal einer draufgegangen, oder? Ja, hier. Sag mal. Skip. Skip ist tot. Oh mein Gott. Skip ist tot und hier... Nee, das wird so nix. Alles klar. Dann werde ich nächstes Mal mit den Jungs weiter hinten noch in den Canyon gehen. Da sind ja noch irgendwo zwei Razor. Aber hier bei den Orks scheint sich ja keine Razor rumzutreiben. Es sei denn... Ich krieg es irgendwie hin, wirklich die einzelnen Orks hier rauszulocken. Komme ich hier durch? Nee, das klappt nicht. Na gut, das versuche ich nächstes Mal. Aber jetzt werde ich erstmal. Na komm. Komm, das geht doch, oder? Okay, siehst du, da kommt schon. Wieder okay, da kommen die Krieger. Da kommen die Krieger. Und wenn wir jetzt nicht vorlaufen und die Schamanen uns nicht ab. Und die Schamanen keine Magie machen auf uns. Kein Feuer. Dann könnte das sogar... Naja, okay, da kommen sie ja schon. Hey, wer sagt's denn? Wir haben's geschafft, oder? Oder ist einer von uns draufgegangen? Moment, wir waren 7 Leute. Ich zähl mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich? Und die haben alle nichts abgekriegt. Oh mein Gott, ist das gut. Genau so hat das laufen müssen. So, großartig. Ein Erfolg zum Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal, wenn ich mich hier hochgeheilt habe, geht's weiter. Bis dahin.